Nachdem wir letzte Folge einen Ausritt in das Pier der Küstenwache gemacht haben, begeben wir uns nun in Vault 81, eine Restricted Area near Diamond City, und ich denke, eine der wohl nächsten oder am nächstgelegensten Vaults vom Diamond City Market. So jedenfalls mein bisheriger Eindruck. Ich meine, wir haben ja noch nicht so viel freigeschaltet an Orten, aber ich meine, hier unten kommt auch nicht mehr so viel. Und wir haben schon einiges in Vaults entdeckt. Eine haben wir hier drüben im Bahnhof irgendwo gesehen. Hier Vault 114. Oben bestimmt irgendwo. Ist ja auch egal. Wir wollen jetzt in Vault 81. Was für eine Geschichte Vault 81 hat, finden wir sie heraus. Sie scheint auf jeden Fall nicht fertig gewesen zu sein. Oder kommt da noch der Eingang? Wir machen mal einen richtigen Safe-Stand. Wenn wir jetzt eh schon bei so einer krassen Vault sind. Was finden wir hier? Direkt zu Beginn den Eingang zu Vault 81. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich liebe es immer wieder, Vaults zu erkunden, weil die so krasse Geschichten haben. Unser Nuka-Cola Quantum Pitboy? Baby. Weil man da auch nicht normal draufhauen kann. Vault 81 Sicherheitsdienst. What? Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pitboy her hast. Erklärung bitte. What? Menschen? Ich habe ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Und was führt dich hierher nach 81? Ich will handeln. Ich will nur ein bisschen handeln. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Oh, Aufseher. Wer ist das, Edwards? Wir sind Menschen. Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen. So wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Hi. Tut mir leid, Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Vielleicht. Ich brauche mehr Informationen. Verständlich. Ja, hopp. Fusionskerne. Genauer gesagt, 3 Stück. Wenn du die Fusionskerne holst, lassen wir dich rein. Ich habe die Fusionskerne schon, die ihr braucht. Wirklich? Dann würde ich sagen, herzlich willkommen. Ich komme runter und wir treffen uns am Eingang. Ich freue mich ja gerne, in der Vault zu helfen. Fusionskerne können da, glaube ich, sehr sinnvoll sein. Denn mit Fusionskernen können die ihre Vault bepowern. Und ich habe vielleicht neue Freunde. Ich meine, ich hätte nicht gedacht, dass in der Vault noch echte Menschen irgendwo sind. Wow, schaut euch das an. Da kriege ich ja glatt Gänsehaut. Komm schon, Gwen. Meine Leute arbeiten seit Wochen zu viel. Sie brauchen eine Pause. Alle arbeiten gerade sehr hart, Kerl. Denkst du, das weiß ich nicht? Gib einfach dein Bestes. Das ist alles, worum ich dich bitte. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Aber wir wissen beide, dass wir nicht ewig so weitermachen können. Guck uns mal an. Aber wie du bald sehen wirst, haben wir einige Wartungsprojekte am Laufen. Gwen McNamara, Aufseher. Willkommen in Vault 81. Wir sind stolz, dass wir den Vault in den letzten beiden Jahrhunderten am Laufen halten konnten. Wir wären gern ganz unabhängig, aber es gibt gewisse Ressourcen, die wir nicht selber bereitstellen können. Warum? Warum bleibt ihr denn so isoliert? Warum nicht? Wir haben ein warmes Bett, saubere Kleidung, ein festes Dach über dem Kopf. Essen und Trinken sind frei von Strahlung. Wir geben uns nicht mit den Elementen oder den Raidern ab. Hier sind wir sicher und für manche zählen nur Sicherheit und Stabilität. Ihr solltet vorsichtig sein. Das Commonwealth ist ein gefährlicher Ort. Genau aus dem Grund verlassen wir uns auf einige ausgewählte Händler. Deshalb gefällt mir das mit dem Geben und Nehmen. Wenn uns Fremde helfen wollen, helfen wir auch ihnen. Apropos, wenn du willst, kann ich dir diese Fusionskerne abnehmen. Endlich. Hier, sicher findest du eine gute Verwendung dafür. Ich nicht, aber Dr. Penske ganz bestimmt. Jetzt habe ich aber zu tun.
Und was ist mit seiner Begleitung hier? Ich erlaube es, der Sicherheitsdienst ist sowieso schon wachsam. Wenn er lange im Commonwealth gelebt hat, hat er sich seine Freunde sicher gut ausgesucht. Wenn du noch was brauchst, findest du mich in meinem Büro. Du weißt, dass wir ungefähr 50.000 Mal besser ausgerüstet sind, als ihr zwei es hier sein werdet. Und wenn Longfellow... Ach, das ist doch alles wahnsinnig. Vielleicht habt ihr eine Powerrüstung hier, das wäre ziemlich cool. Schon wieder jemand von draußen? Na? Warum haben sie dich denn reingelassen? Ich schaue mich nur um. Hey, lässt Aufseher McNamara jetzt schon jeden rein? Na, du bist mir ja ein Sonnenschein. Hältst du dich für witzig? Genau das ist der Grund, warum Leute von draußen hier nichts zu suchen haben. Hey. Hi. Wenn du eine freundliche Unterhaltung suchst, wirst du sie hier nicht finden. Pff, Miranda, du bist echt nervig. Wie kann man nur so unfreundlich sein, Elton? Neil? Also haben wir heute neuen Besuch bekommen. Sag jetzt nichts. Aber meine Güte, ich wäre jetzt so gern da draußen. Warum gehst du nicht gefährlich? Sei vorbereitet. You should! You should, definitiv. Warum gehst du nicht einfach fort, wenn du gehen willst? Wenn es doch nur so einfach wäre. Den Vault zu verlassen macht mir Angst. Das Commonwealth, oh. Das ist alles so unvorhersehbar. Oh. Du solltest dir die Außenwelt echt mal ansehen. Hat heutzutage eine Menge zu bieten. Vielleicht irgendwann mal. Und so, wie wir derzeit schuften, wohl eher früher als später. Hm. Harte Arbeit macht sich bezahlt. Harte Arbeit macht sich bezahlt. Und ihr haltet doch den Vault am Laufen, oder? Zumindest versuchen wir das. Offenbar sind es die beweglichen Teile, wegen denen wir derzeit rund um die Uhr arbeiten. Strukturell gesehen ist 81 wohl noch recht solide. Vault-Tec hat beim Bau dieser Orte keine halben Sachen gemacht. Gut, ich will dich nicht weiter aufhalten und ich muss wieder an die Arbeit. Vielleicht sieht man sich ja noch. Ein bisschen dürr sieht der Kleine aus, weil du ein bisschen was futtern. Kriegt das im Bauch wie wir. Wenn wir überhaupt einen Bauch haben. Sich mit einem Terminal öffnen lassen. Wenn du Handel treiben möchtest, solltest du ins Versorgungslager gehen. Das Versorgungslager? Ziemlich alles, was man braucht. Okay. Keine Anzeichen von Strahlen. Beeindruckend. Das hört sich cool an. Dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Meiner macht mir in letzter Zeit echt Sorgen. Nö. Wenn du gut essen willst, geh zu Maria in der Cafeteria. Okay, nice. Was machst du denn hier? Das ist cool, dass die Leute hier so nett sind. Ashes, wo willst du hin? Hallo. Aarons Katze ist irgendwie aus dem Vault entkommen. Draußen im Commonwealth wird sie wohl nicht lange überleben. Verdammt. Das wird Aaron nicht gefallen. Hm. Ich muss zu Aaron. Vielleicht darf ich seine Katze suchen. Was gäbe ich nicht für ein wenig Freizeit? Jetzt, da du es hier reingeschafft hast, werden wir dich im Auge behalten. Tu uns also einen Gefallen und benimm dich. Ich möchte nichts Negatives über dich hören. Verstanden? Ich mag's nicht, wenn die Leute so unfreundlich so. Ich meine, ich kann's verstehen. Ich weiß nicht, ob ich anders reagieren würde, wenn irgendwelche Leute in meinem Vault wären, die ich nicht kenne. Aber so unfreundlich, da bekommt man noch Lust, Ärger zu bereiten. Oder sehe ich das falsch? Eure Meinung dazu gerne mal in die Comments. Wie ihr bei sowas reagieren würdet. Hm. Kritisch. Sieht aber schön aus. Atreus heißt das Ding, ja. Hey, Mister, bist du wirklich aus dem Commonwealth? Hm. Ich suche eigentlich eine Wackelpuppe hier. Also nur mal so im Hinterkopf behalten, Leute, ich suche eine Wackelpuppe. Ich? Nein, ich bin vom Mond. Hab noch immer Käse an den Schuhen. War wohl eine dumme Frage. Aber du bist sicher das erste Mal hier. Ich kann dir den Vault zeigen, wenn du magst. Hm. Kostet nur 5 Kronkorken. 5? Klar. Aber ich zahle dir nichts dafür. Okay, schon gut. Mann, bist du ein Geizhals. Wir fangen hier an. Das war süß. So, klage mich mit, aber ich bitte kein Geld. 5 Kronkorken ist zu viel. Ich hätte ihm 5 Kronkorken geben sollen. Vielleicht kann ich ihm später... Lauf da jetzt mal schneller, Junge. Ich bin auch nie ewig hier. Das ist das Versorgungslager. Es wird von der Familie Combs geführt. Aaron und ich sind die besten Freunde. Ihre Mama und Papa streiten sich viel, deshalb komme ich nicht gern her, wenn sie da sind. Aber wenn du was brauchst, findest du es hier. Gut zu wissen, Austin. Danke. Ich hab dir doch gesagt, dass ich was weiß. Nächster Halt, Aufseher. Ich wette, dass du viele seltsame Dinge getötet hast. Und hey, wo bist du hin? Du verpasst den besten Teil. Ja, hab ich. Hä, fehlgeschlagen?
Diggi, warte, nein! Hey, Austin! Ich kann es kaum erwarten, endlich nicht mehr in die Schule zu müssen. Tolle Führung, nicht wahr? Aufseher McNamara sagt, dass ich gut mit Leuten umgehen kann. Viel besser als Oma. Aber ich weiß nicht. Jetzt haben wir es verkackt. Oma ist ziemlich toll. Mann, ich wollte doch... Würde ich nicht alles für ein paar brandneue Vault-Tec-Martin-Ersatzteile geben? Gibt es immer was zu arbeiten. Hi, Calvin. Ah, du brauchst Geld. Erzeugt. Im Moment kaum Zeit zum Reden. Ich bitte dich, du hast meine Hilfe seit Jahren nicht gebraucht. Sei ruhig so. Gut, sei halt so. Hey, nicht gleich an die Decke gehen. Ein paar Minuten kann ich mir schon nehmen. Das habe ich nicht verstanden. Was gibt's? Meine Antwort habe ich nicht verstanden. Es gibt also im Augenblick viel zu reparieren. Scheiße, das kannst du laut sagen. Der alte 81 hier ist ein echtes Wrack. War eine Weile grundsolide. Immer einfach zu warten. Aber in den letzten paar Jahren ist echt den Bach runtergegangen, der alte Bunker. Das verschleißt auch jede Menge Werkzeug. Wenn du also welches übrig hast, würde ich es mehr als gerne nehmen. Klar. Klar, wir sind im Geschäft. Super. Eine Sache weniger, wegen der ich dem Aufseher auf die Nerven gehen muss. Wie dem auch sei, während ich hier rumlabere, wartet die Arbeit. Tut mir leid, dass ich nicht länger Zeit zum Reden habe. Aber die Arbeit ruft. Immerhin stehe ich dir dann nicht im Weg rum. Hey, Calvin. Ich habe es satt, wenn Werkzeug kaputt geht. Weiß das Zeug denn nicht, dass Arbeit wartet? Okay, ich habe scheinbar gar kein Werkzeug für ihn. Sonst hätte er vielleicht mit mir interagieren können. Ich will keinen Ärger in 81. Keinen Ärger und ich suche eine Wackelpuppe. Ich kann mir noch nicht erzählen, dass ihr keine Wackelpuppe in eurem Vault habt. Das glaube ich euch irgendwie nicht. Ich glaube euch das nicht. Nice. Sieht ziemlich übel aus da drin. Du kannst dir ruhig die meisten Dienstleistungen nutzen, die wir hier anzubieten haben. Gerne. Hallo, Aufseher McNamara. Warst du schon im Sanitätszentrum bei Dr. Forsyth? Er hat mir gesagt, dass er dich... So werden wir... kennenlernen würde. Okay, dann werden wir da hingehen. Wir schauen hier später noch vorbei. Ich würde gerne das Terminal von der... aufmachen. Versteckt sind wir gerade. Mentat. Das ist aber ein komisches Lock. Override. Vielleicht heißt es einfach nur... Overriden. Nevermind, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. So, an das Terminal sollen wir, kommen wir dran. Da steht ja, ist ja okay. Steht ja nichts Falsches dran. Gucken wir da, dass wir da mal reinkommen. 20 hat 2 Treffer. Rulers ist es nicht. Shovel ist es auch nicht. Points. Bin drin. Supply Request. Das ist alles, was die brauchen gerade. Stimpaks. Das wurde auch alles schon geschafft. Entlüftung des Atriums, erster Stock. Es gibt ein Leck in der Entlüftung. Muss den Schacht genauer auf Schäden untersuchen. Vielleicht ist ein Austausch eines Teils nötig. Hoffentlich kann ich das da was zusammenpfuschen. Gang auf der Hauptebene. An den Rohren ist Rost entstanden. Müssen geschweißt und abgedichtet werden. Ich werde Teile des Bodenbelags auswechseln. Muss mir das genauer ansehen, um das Ausmaß der Schäden einschätzen zu können. Eingang. Die Abdichtung des Betonsockels löst sich anscheinend auf, dass sich Wasser in der Verkabelung im Boden angesammelt hat. Muss eine Lösung finden, um alles neu abzudichten und das Wasser zu entfernen. Interessant, scheinbar einiges zu tun hier. Es muss viel repariert werden. Repairs, Repairs, Repairs. Bobby DeLuca, Food, Glorious Food. Was hat Bobby DeLuca? Ich skippe da jetzt nur durch. Ob da irgendwas Interessantes ist. Aber wahrscheinlich nicht so. Once again I overheard the citizens telling one of the traders how much we don't need them. What is wrong with the people? Holt, Miranda, don't they realize that without these traders we would be starving? We wouldn't have half the items we need to get repairs done around here. Okay, scheinbar haben die Leute hier, so wie es hieß, echt so. Scheinbar hatten die Leute ein Bedürfnis, was heißt ein Bedürfnis? Die Leute hatten kein Bedürfnis aus der Außenwelt und haben sich dementsprechend dagegen verhalten,
und haben den Händlern, die immer wieder kamen, gesagt, ey Leute, wir brauchen euch nicht. Pass auf dich auf. Aber in Wahrheit brauchen sie es ja und das wissen wahrscheinlich auch die meisten hier. Ein Händler vorbeigeschaut hat. Ja, das war ich. Ich habe vorbeigeschaut. Ich war der Händler. Was haben wir hier? Nichts, wir brauchen eine Wackelpuppe, Leute. Kann nicht sein, dass ihr im ganzen Vault... Ich glaube euch das nicht. Wie könnt ihr im ganzen Vault hier keine Wackelpuppe haben? Das klingt pervers. Das klingt auch echt uncool. Samen. Ich brauche mehr Samen. Wer will denn einen Vault ohne Wackelpuppe haben? Leute, Alter, das ist ja riesig, das Ding. Sie repariert ihn hier. Danke, Horatio. Einfach himmlisch. Und ich dachte schon, ich schaffe es nie mehr hierher, bei meinen Arbeitszeiten. Ah, aber es ist nett. Du hast eine Aufgabe von Tabu-Tattoos gefunden. Du hast eine neue Gesichtstätowierung freigeschaltet. Und jetzt siehst du rundum erfrischt aus. Und vergiss nicht, in ein paar Monaten möchte ich dich wiedersehen. Jetzt zisch ab. Okay. Hast du heute eine neue Ladung Törtchen? Offenbar hat Alexis. Bist du das aus dem Commonwealth? Gwen hat mir von dir erzählt. Immer schön, hier ein neues Gesicht zu sehen. Ja, danke. Schön hast du es hier. Oh, danke. Mark und ich versuchen, den Laden auf Vordermann zu halten. Wir nennen ihn das Sunshine Diner. Sag mir, wenn du Proviant für deine Reisen brauchst oder einfach nur Hunger hast. Mach ich. Unsere Karte ist nicht so exotisch wie das Commonwealth, aber sie erfüllt ihren Zweck. Cool, hallo. Lass mal sehen, was du so hast. Die Auswahl ist nicht was... Ich habe nämlich ein bisschen... Wodka und sowas, das ich nicht brauche. Wodka, Whisky, wilde Beere, Totalflower. Generell diese Früchte hier. Brauche ich gerade irgendwie nicht so wirklich. Noch mehr. Woodfruit. Melone. Melonen. Dingsbums. Sonst noch was? Nee. Ich glaube, der Rest ist gut. Der Rest ist sehr gut. Hast du etwas für mich? Nein, scheinbar gar nicht. Also nichts, was ich gerade brauche. Egal, annehmen. Diese Törtchen sind für Calvin und seine Jungs. Niemand hat im Moment wieder ein neues Gesicht im Vault, was? Was brauchen wir denn dieses Mal, mein Junge? Diese Informationen sind leider geheim, guter Mann. Wenn ich dir das verraten würde, müsste ich dich töten. Da hat Gwenny ja einen Spaßvogel hereingelassen. Humor ist genau das, was dieser Vault hier braucht. Die Leute hier sind zurzeit ein wenig überarbeitet. Ein paar von ihnen geben Aufseher McNamara die Schuld. Aber Gwenny kann nichts dafür. Das arme Mädchen ist nur zur falschen Zeit in der falschen Position gelandet. Das glaube ich gern. Ich bin mir sicher, dass sie ihr Bestes gibt. Tut sie auch. Sie ist ein schlaues Mädchen. Gut, ich mach mich mal lieber wieder an die Arbeit. Sonst macht mich meine alte Dame zur Schnecke. 62 Jahre alt und noch immer voller Feuer. Hey, sag du das, Aaron. Nice. Das ist der Kleine das Herz. Ich wusste gar nicht, dass meine Frau so kalt hat. Die Vault geht noch weiter. Tut mir leid wegen den Wartungsarbeiten. Hey. Ich hatte gehofft, dass du vorbeischaust. Ich weiß aus Erfahrung, dass das Commonwealth gnadenlos zur Frisur ist. Also, Lust auf einen Haarschnitt? Ja, schon. Klingt gut. Gut. Mal sehen, was das Commonwealth mir so beschert hat. Setz dich doch schon mal. Okay. Vielleicht soll ich meinen Helm abziehen, oder? Nice. Macht er automatisch. Und jetzt sind wir eigentlich wieder am Anfang, oder? Ich meine, das ist doch, wenn ich mich nicht täusche. Oh, ich glaube, das sind mehr Gesichtsdinger, als man eigentlich haben könnte. Oder als man am Anfang haben könnte. Einsamer Wanderer. Einsamer Wanderer bin ich gut. Harter Typ. Machen wir einsamer Wanderer. Stil. Meine Haare finde ich eigentlich gut. Und ich denke, ich bleibe bei denen. Wenn wir irgendwas, das hier zufällig sagt, ey yo, Linus, nimm mich. Nein, ich glaube nicht. Erledigt. Danke für den Bart.
wenn man zum Friseur geht, um sich ein Bart wachsen zu lassen. Bei dir sollten wir. Ist das nicht toll? Das ist dann wohl ein Nein. Hey, ich war doch gerade da. Diese Sorte schmeckt sich echt gut. Hi. Oh weh. Da habe ich wohl eines meiner Instrumente verlegt. Wo es nur sein könnte? Sehr wenig Verfärbung. Starke Zellstruktur. Man müsste... bald brauche ich neuen Dünger. Okay. Hybridisierung. Da muss dann halt nicht. In der Hybridisierung sein. Ich dachte, die Frau redet mit mir noch, aber nein. Ich glaube, sie wollte nicht mit mir reden. Bezahlt wohl auch gut dafür. So, hier ist ein Klo. Nice. Dann fehlt nur noch dieses Abteil. Die Katze ist ins Commonwealth davon gelaufen. Ja, ich glaube, wir müssen echt noch eine Katze suchen gehen. Verdammt, ich hatte diesen Schraubenschlüssel doch gerade noch in der Hand. Okay, das ist weg. Also abgeschlossen, also da ist nichts. Alter, das... Alter. Boah, ein echter lebender Mensch aus dem Commonwealth. Du kommst von draußen, nicht wahr? Hast sicher schon viele Abenteuer im Commonwealth erlebt. Ja? Da draußen ist jeder Augenblick ein neues Abenteuer. Hey je, wusste ich's doch. Meine Kinder würden zu gerne von deinen Abenteuern hören. Ob du wohl zu meiner Klasse sprechen würdest? Klar. Und das machen wir in der nächsten Folge von Fallout 4. Wir erkunden den Vault fertig und sprechen zu einer Klasse.